Hallo, hier ist Muho mit dem Herz-Sutra, das man hier auf diesen beiden Handtüchern findet. Einmal mit dem chinesischen Text und Silbenschrift und dann hier mit Bildern und der japanischen Silbenschrift, beziehungsweise hinter mir als Batik. Das habt ihr schon öfters gesehen, mit dem Buddha im Zentrum und nur chinesischen Schriftzeichen. Und ich bin jetzt ganz am Ende angelangt. Im Herz-Sutra ist letztlich vom Loslassen die Rede. Alles ist Leere. Aber in diesem Moment, wenn du dem Muho bei YouTube zuguckst, da guckt die Leere durch deine Augen. Die Leere manifestiert sich überall. Und überall bedeutet in diesem Moment, in dir. Und wenn du glaubst, du müsstest das noch verstehen, du müsstest das noch greifen, dann bist du Shaliputra. Dann hast du nicht wirklich losgelassen. Loslassen, loslassen, loslassen. Davon ist die Rede hier. Und alle Bodhisattvas und alle Buddhas aller Zeiten haben genau das getan. Losgelassen. Und genau das nennt man Anoktala Samyakusambodhi. Die große Erleuchtung. Und komischerweise steht danach, und deshalb wisse, dass es ein Mantra des großen Loslassen gibt. Es gibt ein Mantra des vollkommen Loslassens. Ein göttliches Mantra, ein Mantra großer Klarheit. Es gibt nichts über diesem Mantra, nichts Vergleichbares. Dieses Mantra wird dich vom Leiden befreien. Es ist ein wahres Mantra, kein falsches Mantra. Deshalb will ich dir hier dieses Mantra erklären. Es lautet Gyate Gyate Hala Gyate Halaso Gyate Boji Soaka Hanya Shinyo. Und da endet das Herz-Sutra. Und Gyate Gyate Hala Gyate Halaso Gyate, hier steckt in den Schriftzeichen keine Bedeutung. Man könnte sich genauso gut hier die Bilder angucken, also die Bilder, der schreiende Affe, Gya, die Hand, japanisch Te, Gya, Te, Hala, der Bauch. Mein Bauch, den ihr so nicht sehen könnt, aber hier, japanisch wäre das hier Hala. Hala, Gya, Te, Hala, So, Gya, Te, Boji, Soaka. Was bedeutet das? Also eine Übersetzung, die mir schon öfters über den Weg gekommen ist, ist sinngemäß, wir sind hinübergegangen, vollkommen hinübergegangen. Hinübergegangen zum Ufer des Erwachens. Heil, heil allen Wesen. Oder? Sinngemäß. Also die Bodhisattvas und die Buddhas, die hinübergegangen sind zum anderen Ufer. Aber wie ich ja immer wieder gesagt habe, letztlich geht es im Herz-Sutra darum, loszulassen von dieser Idee, dass das Erwachen noch auf dem am anderen Ufer wartet, sondern wir sind schon im Fluss und in dem Moment, wo wir in diesem Fluss rudern, rudern wir im Nirvana. Wenn wir schwimmen in diesem Fluss, wir schwimmen im Erwachen. Aber Dogen würde jetzt sagen, es wäre ein Fehler zu glauben, weil du ja schon im Fluss bist, musst du gar nicht schwimmen. Du musst ja gar nicht rudern, sondern rudern im Fluss ist Aktivität des Nirvana. Nicht, weil es uns zum anderen Ufer bringt, sondern es ist das Rudern im Boot selber, was Praxis ausmacht und in dem sich Erleuchtung ausdrückt. Insofern lese ich das Gyate, Gyate, Hala, Gyate, Halaso, Gyate nicht als wir sind drüben angekommen, sondern lass uns zusammen rudern, lass uns zusammen gehen, auf. Und wie gesagt, es ist ein Mantra, das heißt, auf die Bedeutung kommt es eigentlich nicht so sehr an. Wenn jemand das auf andere Weise verstehen will,
Das ist auch okay. Bei einem Mantra kommt es nicht auf die Bedeutung an, sondern auf die Worte selber. Die Worte sind die Bedeutung. Oder wie ich manchmal sage, ist nicht so, dass wir jetzt leben und dann noch einen Sinn finden müssten im Leben, sondern das Leben ist der Sinn. Und so ist es beim Mantra mit den Worten. Die Worte sind der Sinn. Wie kann man sich das vorstellen? Was soll das heißen? Die Worte sind der Sinn. Das Wort Feuer zum Beispiel ist nicht heiß. Wenn ich Feuer sage, verbrenne ich mir nicht den Mund. Denn Feuer ist nur ein Wort, aber der Sinn des Wortes, das, was es bedeuten soll, nämlich das eigentliche Feuer, wenn ich das anfasse, dann verbrenne ich mir die Hand. Das heißt, ein Wort und der Sinn des Wortes sind zwei verschiedene Dinge. Da gibt es ja diesen Kinderspruch, was du in den Mund nimmst, würde ich noch nicht mal in die Hand nehmen. Das sagten wir immer, wenn jemand Scheiße gesagt hat. Ne? Aber natürlich, ich kann so viel Scheiße sagen, wie ich will, oder hier Scheiße erzählen, wie ich will. Ich mache mir den Mund dabei nicht schmutzig. Ne? Es sei denn, es gibt Leute, die das hören und die verstehen nicht den Unterschied zwischen den Worten und der Bedeutung des Wortes. Aber bei Mantra macht man eben diesen Schritt weiter und sagt, nein, Worte und der Sinn der Worte sind nicht verschieden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine Episode, eine Geschichte, die ich da immer wieder erzähle, um das zu erklären. Als ich noch in Antaishi war, im Kloster, ne, und da der Abt war, immer im Herbst, das ist in der Regel so im Oktober, da gibt es so Sportfeste an den Schulen und auch unten im Dorf, in dem Dorf, das 5 Kilometer entfernt ist vom Kloster, wurde jeden Oktober ein Sportfest veranstaltet, wo das ganze Dorf, von den Kindern bis zu den Großeltern, Spiele gespielt haben, ne? Wo es dann kleine Preise auch zu gewinnen gab, zum Beispiel so Handtücher, wie ich jetzt eins auf dem Kopf habe, ne? Also gab es kleine Sachen zu gewinnen, aber es war mehr aus Spaß an der Freude, ne? Und die Leute aus dem Kloster wurden auch immer mit eingeladen. Und einer dieser Wettbewerbe bei diesem Sportfest war Seilziehen, Tauziehen, ne? Tauziehen. Und meistens gab es dann ein Antaishi-Team und ein Dorfteam. Und die Dorfmannschaft bestand hauptsächlich aus Senioren. Ne? Die gleiche Anzahl von jungen, zum Großteil aus dem Westen kommenden, jungen Praktizierenden, Zen-Praktizierenden. Und die gleiche Anzahl, zum Beispiel Dutzend, sagen wir, ein Dutzend junge Deutsche, die nach Japan gekommen sind, um da Zen zu praktizieren. Und dann Dutzend 70, 80-jährige Japaner aus dem Dorf. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein einziges Mal gewonnen hätten beim Tauziehen. Und nicht, weil die Antaishi-Jungs mit Absicht verloren hätten. Aus irgendeinem Grunde waren die Omas und Opas aus dem Dorf immer stärker. Und lange habe ich mich gefragt, woran das liegen könnte, bis ich drauf kam. Es liegt an dem, was auf Japanisch Kakegoe heißt. Das bedeutet so viel wie ja, Anfeuer, eine Stimme, mit der man jemanden anfeuert, aber in diesem Fall sich selber. Also zum Beispiel im Deutschen, wenn man gemeinsam ein Gewicht hochhebt, sagt man ja auch zum Beispiel hau ruck. Oder man sagt 1, 2, 3 und dann hebt man das Ding hoch. Und beim Tauziehen kann das zum Beispiel im Japan waschoi sein. Oder etwas Ähnliches. Ne? Seno wäre das japanische Äquivalent von hau ruck. Und auch hier in Deutschland, bei den deutschen Zuschauern, viele von euch haben wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, ja, wenn das Timing dann stimmt,
dann ist es einfacher, ein Gewicht gemeinsam hochzuheben. Das heißt, es ist wichtig oder es ist hilfreich, dann hau ruck zu sagen oder 1, 2, 3. Und ob das hau ruck ist oder 1, 2, 3 oder wasch scheu, spielt letztlich keine Rolle. Aber es ist wichtig, dass alle mit demselben Timing wissen, was sie da sagen und dann auch sich entsprechend bewegen. Das heißt, es gibt keinen Grund, weshalb man hau ruck sagen sollte und nicht 1, 2, 3. Man kann auch 1, 2, 3 sagen. Aber wenn der eine hau ruck sagt und der andere 1, 2, 3, dann wird es fast unmöglich sein, das Gewicht zu heben. Der Grund, weshalb Antaji immer so schwach war beim Tauziehen, ist, da gab es dieses Mantra nicht, das alle zusammen geführt hätte. Das heißt, loslassen. Und jetzt, dieses Handtuch ist auch schon dabei, jetzt gerade loszulassen. Ist kein Einzelsport. Besonders, wenn man eine Pause vom Spiel gemacht hat und jetzt zurück will zum Spiel. Lasst uns gemeinsam dieses Boot rudern. Und da braucht man einen gemeinsamen Chor sozusagen. Und das ist das Gyate, Gyate, Hala, Gyate, Halasom, Gyate, Boji, Sobaka. So verstehe ich das Mantra, das uns da scheinbar auf sehr penetrante Weise verkauft wird. Du machst es nicht allein. Ruder gemeinsam mit den anderen in diesem Boot. Und dann wirst du verstehen, dass du schon im Nirvana, dass dieses Boot, in dem du gesessen hast, das Nirvana ist. Du musst dich nur mit den anderen in Einklang befinden. Ihr müsst einen Rhythmus finden. Und lasst uns das Yate Yate als Rhythmus nehmen. Okay, hier endet meine Erklärung des Herzsutra. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und es tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich werde zurückkommen zu euren Fragen. Ich weiß, der Katalog ist lang. Aber das Jahr ist ja auch noch lang. Bis morgen. Tschüss.